Vorhang auf für die Neuen. Shaqiri, Dante und Co. in der Startelf beim ersten Testspiel des FC Bayern im Hinblick auf die kommende Saison. Im Sportpark ging es gegen die Spielvereinigung aus Unterhaching. Der Drittligist gegen den deutschen Rekordmeister. Und noch ein Neuer erlebt sein erstes Spiel für die Bayern. Matthias Sammer. Und der neue Sportvorstand nimmt auf der Bank Platz. Die Bayern erst seit einer Woche im Training. Dazu das Fehlen der EM-Teilnehmer. Der Rekordmeister in der ersten Halbzeit ohne Biss. Matthias Sammer sieht lediglich eine gute Chance in Hälfte 1. Alabas Eckball landet am Pfosten. Der Gastgeber in den roten Trikots schlägt sich tapfer, lässt kaum Chancen zu. Nach vorne kommt jedoch auch von Unterhaching zu wenig. FCB-Neuzugang Tom Starke erlebt einen ruhigen Abend im mit 7500 Zuschauern gefüllten Sportpark. In der zweiten Hälfte machen vor allem die Neuzugänge auf sich aufmerksam, wenn auch nicht positiv. Shaqiri und Dante mit zwei gefährlichen Grätschen. Die Folge: Gelb in ihrem ersten Spiel für die Münchner. Ansonsten sehen die Fans das gleiche Bild wie in Halbzeit 1. Die Bayern mit mehr Ballbesitz und auch mit mehr Zug zum Tor. In der 83. Spielminute dann mal eine Standardsituation für den FC Bayern. Shaqiri und Alaba legen sich beide den Ball zurecht. Alaba, und da fällt es doch noch. Das 1:0 für den Rekordmeister. David Alaba, Österreichs Fußballer des Jahres, mit der späten, aber natürlich verdienten Führung. Die letzte Chance gehört dann dem Team aus Haching. Ebenfalls ein Freistoß, doch der Ball von Fischer geht knapp übers Tor. Am Ende heißt es 1:0. Die Bayern gewinnen ihren ersten Test im Sparmodus. Ich glaube, für das erste Spiel können wir eigentlich zufrieden sein. Wir haben gewonnen und natürlich, wir hatten alle am Anfang ein bisschen schwere Beine und von dem her sind wir eigentlich zufrieden mit dem Spiel. Wir stehen am Anfang und deswegen muss es so sein, dass sicher die nächsten Trainingswochen und auch die Spiele natürlich mehr Erkenntnisse zeigen. Insgesamt ein schwacher Auftritt des FC Bayern. Und auch Matthias Sammer wirkte nach dem ersten Test nicht zufrieden. Am Freitag steht für die Spieler von Jupp Heynckes das nächste Testspiel an. Dann spielen die Bayern gegen den Viertligisten FC Ismaning.